Schönen guten Tag, mein Name ist Axel vom Gutschein-Pony. Wir drehen heute eine weitere Folge aus München und zwar zum 10-jährigen Jubiläum der Affiliate Networks. Und dafür haben wir den Hauptverantwortlichen, nämlich den lieben Markus. Markus, moin. Ja, hallo Axel. Du kommst woher, dass die Leute auch mal wissen, wie man überhaupt zum Veranstalter so einer erfolgreichen Serie wird? Was hast du so gemacht vorher oder machst parallel immer noch? Also ich habe vor ein paar Tagen mein 5-jähriges Jubiläum gehabt bei Explido. Explido wurde vor kurzem von iBusiness zur besten Affiliate-Agentur Deutschlands gewählt. Ja, auch nochmal Gratulation an dieser Stelle, also das könnte schlechter laufen. Du hast jetzt mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus so vielen verschiedenen Branchen zu tun. Was würdest du sagen, sind die aktuellen wichtigsten Trends deiner Meinung nach? Also ich war ja vor kurzem auf der Affiliate Summit in New York. Ja. Und da ist so der Trend, also die Amis sagen, dass der Haupttraffic-Broker nicht mehr Google ist, sondern also nicht mehr das Noblas Ultra, sondern dass es immer mehr in Richtung Facebook geht und Social Media. Also ein Trend in Amerika sind die sogenannten Micro-Affiliates. Das heißt, dass mit dem klassischen Empfehlungsmarketing jeder über eine App einem Freund ein bestimmtes Produkt empfehlen kann und darüber Provision verdienen kann. Und dass es darüber ein neues Affiliate-Klientel gibt. Okay, das heißt im Grunde jeder, der nur minimal irgendwie seinen PC anmachen kann, kann im Grunde an Verkäufen seiner Freunde oder so partizipieren. Genau. Ah, okay, und das kann ich sozusagen über mein eigenes Facebook-Profil machen? Das kann ich über mein eigenes Facebook-Profil. Wenn ich dann die Provision haben möchte, muss ich mich natürlich beim Netzwerk noch anmelden und muss meine Kontodaten hinterlegen. Aber es wird relativ einfach sein, auch über die Apps Geld zu verdienen. Ist das in Deutschland schon irgendwie ein spürbarer Trend? Ich sage es mal, genauso wenig wie das ganze Thema Social Media. Also ich denke, dass da die Amerikaner einfach viel weiter sind, was das Thema anbelangt. Und dass es bei uns einfach noch 1 bis 2 Jahre dauert. Und was würdest du sagen, was ist akut vom Aussterben bedroht? Vom Aussterben bedroht? Möchte ich gar nicht sagen, weil TKP. Alle Themen sich weiterentwickeln und weiter professionalisiert werden. Von dem her denke ich mal, dass kein spezielles Thema aussterben wird, sondern dass sich jedes Thema weiterentwickelt wird und eher die kleineren Anbieter vielleicht vom Bildschirm verschwinden werden und die größeren sich weiterentwickeln werden. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit. Du wirst ja hier noch schwer gesucht und hast noch ein bisschen was zu tun. Wir werden jetzt erstmal weiter netzwerken und vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin mit deiner Veranstaltungsreihe. Ja, danke für das Interview und euch auch noch viel Spaß heute. Alles klar, Attacke. Danke, ciao. Weiter geht's, wir sind auf der Affiliate Networks. Hier zum 10. Mal findet die jetzt statt im Erbräu in München und wir befragen jetzt einmal ein paar Leute, was sie so von der Veranstaltung halten. So, was erwartet ihr von der Veranstaltung heute? Ich erwarte gute Kontakte, schönes Bier, lecker Essen. Wen müssen wir euch vorstellen, der einen Mehrwert hätte für euch, der interessant wäre? Jemand, der richtig viel Geld hat, was er bei uns loswerden will. Okay, volle Portemonnaies, gilt das für dich auch? Chefkoch wird es auch tun, ne? Gut. Was erwartet ihr von dem heutigen Abend hier? Ja, neue Leute kennenlernen, okay. Interessante Connections schließen. Das gilt für dich auch? Ja, für mich gilt es auch. Ich hoffe, dass wir einfach ein paar Kontakte knüpfen können. Was suchst du hier Schönes für heute Abend? Nette Kontakte suche ich. Na gut, mein Kameramann ist vergeben. Jetzt darüber hinaus? Ja, natürlich Partner für Kooperationen, Netzwerke und so weiter. Okay, das heißt, was machst du beruflich? Ich mache Online-Marketing bei Windeln.de. Du arbeitest ja auf der Affiliate Networks hier zum 10. Mal schon? Nein. Ich arbeite nicht zum 10. Mal, aber mindestens zum 2. Mal. Okay, das heißt, weil du hier arbeitest, was war so das Skurrilste oder Lustigste oder Beste, was dir jemals so aufgefallen ist? Das ist alles toll. Kuckuck, wie heißt du denn? Bettina. So, Bettina, was suchst du hier auf der 10. Affiliate Networks? Was ich hier mache? Ja, und wen suchst du denn zum Beispiel? Weil du bist ja wahrscheinlich zum Netzwerken hier. Ja, du suchst das Dessert, da bist du dich dran. Das ja, genau, ich suche zum Netzwerken jetzt die Tiramisu, weil da ist Kaffee drin, damit ich wieder... Okay, das haben wir ja gleich, aber wen sollen wir dir noch vorstellen, der für dich interessant wäre? Wen könnte die mir vorstellen? Wenn du sie siehst, dann... Also, oder... Fällt mir jetzt spontan keine ein, die wichtigen Personen kenne ich ja schon alle. Achso, ja, vielen Dank auch für dieses versteckte Kompliment an dieser Stelle. Was sucht ihr hier Schönes? Hübsches Essen. Okay, gut, da seid ihr dicht dran, also soweit habt ihr es nicht mehr, darüber hinaus? Nachtisch. Gut, was war heute dein bestes Erlebnis am Abend der 10 Affiliate Networks? Mein bestes Erlebnis, erstes Mal der Oberarzt da. Okay, alle reden über das Essen, also es ist nicht so schlecht. Und was noch? Das Speed Networking war gut. Okay, wen hast du denn sozusagen kennengelernt, der so gut war? Ich habe niemanden kennengelernt, aber ich habe zugeguckt und es war mindestens genauso interessant. Okay, reines Speed Dating, ne? Gut. Kuckuck, wie heißt du denn? Lea, hallo. Okay, Lea, was machst du hier Schönes? Ich bin hier, um natürlich gute Kontakte zu knüpfen, okay. Um ein paar Bierchen zu trinken, frisch gebrautes, nicht in Holland produziert und ja. Okay, du kennst dich aus mit Bier, das höre ich raus. Und wer wäre denn interessant für dich? Das Gutschein-Pony natürlich. Okay, vielen Dank für die Blume an dieser Stelle. Und
große Netzwerke, wie zum Beispiel Zanox, okay. Affiliate, TradeTabler. Okay. Hast du denn ein paar Leute hier getroffen, die für dich interessant waren? Auf jeden Fall. Leute, die ich schon kenne, Leute, die ich gern habe, Leute, die ich auch so privat gerne treffe. Okay, und Wahnsinn. Natürlich wegen dem guten Essen. Okay, passt also alles zusammen. Das heißt, du kommst wieder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, Attacke, gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss.